Begleitet uns auf einen atemberaubenden Tag am Gardasee. Ihr werdet staunen, wie viele tolle Trails mit genialer Aussicht man an einem Tag fahren kann und welche Blicke wir euch über den See zeigen werden. Einen ersten Vorgeschmack seht ihr ja bereits hier in der Vorschau, doch alles Weitere gibt es dann im Verlauf des Videos. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind heute mal wieder am Gardasee unterwegs. Und ja, wir haben wieder vor, in der Früh eine Tour Richtung Riva zu machen, sodass wir da die Sonne mitnehmen können. Und am Nachmittag dann wahrscheinlich nochmal Richtung Altissimo, dass wir wieder die Sonne mitnehmen können. Der Gardasee ist einfach immer schön und um die Jahreszeit ist halt einfach noch wenig los und das macht es umso schöner. 20 Grad. Wer viel am Gardasee unterwegs ist, der weiß es natürlich. Die Ponalestraße wird immer noch hergerichtet und sperrt somit erst am 4. April oder so, also Anfang April auf jeden Fall, wieder auf. Dementsprechend geht es für uns jetzt den alten Ponale Trail hoch. Aber wir hoffen, dass wir dafür oben dann umso weniger Leute haben. Und das lohnt sich absolut. Ab hier kann man auch wieder ein bisschen fahren. Hey, eine neue Unterkunft. Ui. Also die Info war nicht ganz richtig, die Straße öffnet bereits am 2. April und somit, wenn ihr dieses Video sehen solltet, dann könnt ihr bereits kommenden Samstag wieder ganz normal die Ponalestraße hochtreten. Aber auch dieser Trail ist sowohl bergauf wie auch bergab ein absolutes Highlight für mich. Für die EMTB-Challenge zum Bike-Festival. Wer viel in den Bergen unterwegs ist, der weiß jetzt wahrscheinlich, was ich meine. Ich finde immer, wenn man einen Trail runterfährt, dann sieht man bestimmte Sachen und hat bestimmte Ausblicke im Kopf. Wenn man aber den gleichen Weg hochfährt, dann ist es nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, den man mitbekommt. Und oft fallen einem dann Sachen auf, die man sonst nie gesehen hat. Wenn man eine Zeit lang, also jetzt quasi über den Winter, keine technischen Uphills gemacht hat, dann muss man da echt erst wieder ein bisschen reinfinden. Oh ja, es läuft schon wieder besser. Geil! Wir feiern gerade schon wieder die Region. Weil das ist einfach wirklich eine ganz besondere Gegend in unseren Augen. Einfach mit dem See natürlich. Und Schnee. Das italienische Lebensgefühl. Die coolen Trails. Und ja, heuer hat es eigentlich ziemlich wenig Schnee für hier. Also voll super. Ich denke, man kommt schon richtig weit rauf. Ja, hoffentlich bleibt es jetzt auch so. Hier brauchen wir jetzt keinen neuen Schnee mehr. Es hat ja auch ungefähr jetzt zwischen 15 und 20 Grad, würde ich tippen, oder? Ja, bestimmt sogar. Also wir haben ja nur Trikot an, Langarm-Trikot. Ich habe nichts drunter. Nix? Echt? Sag mal. Ja, Sport-BH. Und das ist voll fein. Dieses Panorama ist einfach nur schön. Ich glaube, die 15 bis 20 Grad können wir gleich wieder zurücknehmen. Es muss noch viel wärmer sein. Es ist echt super fein. Richtig angenehm. Viele von euch werden jetzt schon erkennen, wo wir gerade hinfahren. Für alle, die es noch nicht erkennen, das ist der Weg zum Aussichtspunkt Punta La Ricci. Der liegt über dem Ort Pregasina. Wenn man von Torbole so Richtung Riva schaut am Abend, dann ist Pregasina immer mitten in den Felsen drin und da leuchten so ein paar Lichter von den Häuschen. Und eben nochmal drüber ist dann dieser geniale Aussichtspunkt über den See. Wow! Juhu! Wir sind oben und es hat mega Aussicht. Wir blenden euch mal den 360-Grad-Schwenk ein. Weil wir das immer wieder gefragt werden, solche Panoramaschwenks machen wir nicht mit der Drohne, sondern mit der Insta360 One X2, so wie es auch unten rechts eingeblendet steht. Das ist vor allem praktisch, weil das auch bei starkem Wind funktioniert. Und dann ging es auch ab in die Abfahrt für uns, denn am Gardasee ist es ja bekanntlich doch oft sehr windig. Dementsprechend haben wir oben wenig Pause gemacht, aber planen dann noch Nudeln und Salat essen zu gehen in Pregasina. Da gibt es ein Mega-Restaurant, mehr davon dann aber später. Ja, diesen Trail, den sollte man nur gehen oder fahren, wenn man relativ schwindelfrei ist und sich auf jeden Fall sehr sicher am Bike oder eben zu Fuß fühlt, denn abstürzen darf man hier auf gar keinen Fall. Und ja, dementsprechend Schwindelfreiheit definitiv gefragt, aber die Aussicht ist einfach genial.
ihr habt sicher gehört, wow, wow, wow. Das ist einfach so beeindruckend. Jedes Mal, wenn man wieder um eine Kurve fährt, dann ist der Ausblick noch besser. Und ja, es kommt gar nicht so rüber auf den Bildern. In echt ist es noch krasser. Aber ich denke, ihr versteht schon, was wir meinen. Und hier ist noch mehr guter Ausblick und ein Opti-Rennen. Während der Weg im oberen Bereich eigentlich ganz einfach ist, aber natürlich mit Vorsicht zu genießen wegen der Absturzgefahr, wird es unten dann wirklich super steil, ruppig und ganz schön schwierig. Super! Oh, wie schön, wenn man irgendwo hängen bleibt. Oh krass, das ist aber steil hier. Fuck! Wow! War so groß, dass wir vergessen haben zu filmen. Auf jeden Fall gibt es Spaghetti und Panoramasalat. Ja, das ist Panorama. Sau gut hier oben und echt noch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist die Karte. Nico hat ja eine relativ große Klappe und dementsprechend hat er gerade beim Geburtstagskind ein Stück Kuchen geschnurrt. Bekommen, weil ich gratuliert habe. Kann man jetzt sagen, wie man will. Nico meinte, das klang so abfällig, wie ich das gesagt habe. So war es gar nicht gemeint. Ich bin eher ein bisschen neidisch, weil wer will keinen Kuchen abkriegen, wenn man sieht, dass irgendwo mit riesen Kuchen Geburtstag gefeiert wird. Aber ich bin meistens einfach zu schissig oder zu schüchtern, wie auch immer man das ausdrücken will, um da dann sofort zu sein und zu gratulieren und so ein bisschen auf den Kuchen zu spechteln. Und dementsprechend, nein, das war gar nicht abfällig, aber ein bisschen neidisch. In dem Fall habe ich aber ja auch was abbekommen, deswegen war ich natürlich happy. Ihr dürft uns jetzt noch weiter runter begleiten, von Fregasina aus über den Trail zum alten Funale Hotel runter. Und ja, so viel sei gesagt, damit war der Tag auf jeden Fall noch nicht zu Ende.
auf. Also nicht mehr ganz rauf natürlich, aber ein Stückchen. Voll super, jetzt in der Abendsonne. Echt mega schön einfach. Juhu. Aber man muss sagen, jetzt wird es auch wieder kühler, also man merkt schon, dass es noch nicht Hochsommer ist. Mittlerer Einstieg zum Coast Trail. Mehr hätte jetzt der Akku nicht hergegeben, weil wir haben geboostet, weil die Zeit auch nicht mehr hergeht. Jetzt müssen wir uns eh schleunen. 10% genau. Jo. Yes, schauen wir, dass wir reinkommen. Läuft, bevor die Sonne geht unter. Deswegen müssen wir uns beeilen. Thank you.
Ihr seht, ich habe nicht übertrieben mit dem, wir müssen uns beeilen. Die Sonne ist schon weg, die Aussicht ist noch genial. Aber wir müssen uns jetzt echt schicken. Wir haben zwar das Licht dran, aber bei so einem ganz schweren Trail ist es, glaube ich, nicht optimal. Der Akku ist jetzt auch gleich leer, deswegen ich sag schon mal Tschüss. Wenn ihr uns nicht mehr seht, dann gibt's danach wieder ein neues Video, ganz bestimmt. Aber für jetzt ist dann erstmal Schluss. Keine Frage, wir kommen wieder. Die. Pink bin ich ja auch schon. Ciao.